und wartet. Die Internetverbindung von Tischlermeister Oliver Stroß in Braunschweig funktioniert nur ganz langsam. Bei einer Geschwindigkeit von 5 Megabit pro Sekunde wird das Versenden von seinen Entwürfen zur Geduldsprobe. Schnelleres Internet steht ihm nicht zur Verfügung. Dabei ist er darauf angewiesen. Man schmunzelt natürlich schon, gerade wenn man jetzt mit Ländern wie Polen oder Russland kommuniziert, die dann da einfach deutlich schnellere Raten haben und dann sagen, Deutschland eigentlich das Land der Forschung und Technik. Was ist denn bei euch los? Ne? Also den Spruch habe ich das ein oder andere Mal schon hören dürfen. So wie beim Tischlermeister haben Millionen Haushalte in Deutschland noch keinen Zugriff auf ausreichend schnelles Internet. Schneller Datenfluss ermöglicht Unternehmen aber ganz neue Geschäftsmodelle. Das Problem ist Merkels Ministern bekannt. Die digitale Agenda sollte der große Wurf sein. Die Lösung, wie Deutschland den digitalen Wandel für sich nutzen kann. Wir stehen vor einem Daten-Tsunami. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir eine ausreichende Infrastruktur auch haben, die überall in Deutschland uns in die Lage versetzt, diese Daten entsprechend auch zu nutzen. 3 Jahre lang arbeitete eine Kommission konkrete Vorschläge für diese digitale Agenda aus. Netzaktivist Markus Beckedahl war einer der Experten in der Kommission. Das Ergebnis ist für ihn mehr als enttäuschend. Also zwischen 2010 und 2013 hat die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag mit 34 Experten und Abgeordneten über 1000 Seiten Abschlussbericht vorgelegt mit über 400 konkreten Handlungsempfehlungen, was die Bundesregierung tun müsste. Einstimmig beschlossen über alle Parteigrenzen hinweg. Davon liest man in dieser digitalen Agenda nichts. Anscheinend sind die Ergebnisse dieser Enquete nicht in der Ministerialbürokratie angekommen. Aus den 1000 Seiten umfassenden Vorschlägen der Expertenkommission hat die Regierung nur 40 Seiten in ihr Hausaufgabenheft übernommen. Selbst erklärtes Ziel ist flächendeckend schnelles Internet. Bis 2018 soll es überall in Deutschland Breitbandinternet mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde geben. Wir fühlen uns aber als eine der größten Industrienationen und sollten eigentlich den Anspruch haben, auch mit sehr schnellem Internet vorauszugehen. Wenn wir uns nach Japan umschauen, nach Südkorea, aber auch nach Schweden oder Finnland, da gibt es jetzt schon viel schnelleres Internet flächendeckend, als was wir 2018 erreichen wollen. Und tatsächlich, der Blick zeigt, die Deutschen surfen im Durchschnitt derzeit mit 8,1 Megabit pro Sekunde im Internet. Unsere Nachbarn sind da schneller unterwegs. Deutschland hinkt digital deutlich hinterher. Dabei ist das Ziel der Bundesregierung, was den Breitbandausbau betrifft, nicht neu. Schon 2009 sollte das Internet in Deutschland schneller werden. Aber ausgebaut wird vor allem dort, wo es sich für die Provider wirtschaftlich lohnt. Und das sind vor allem die Großstädte und Ballungsgebiete. Der ländliche Raum bleibt ein weißer Fleck. Und in der Agenda steht zu diesem Punkt nur: Mit staatlichen Mitteln unterstützen wir dort, wo sich ein wirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt. Es ist überhaupt nicht dargestellt, wie der Ausbau finanziert werden soll. Und es wird auch nicht von konkreten Maßnahmen gesprochen, sondern nur von Willensbekundungen. Und das hatten wir schon mal, denn nach der ersten Agenda sollte ja in 2014 bereits heute Deutschland mit schnellem Internet vernetzt sein. Die Tatsache sieht heute völlig anders aus. Auch der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz wundert sich, dass die Bundesregierung den Breitbandausbau so zögerlich vorantreibt. So wie jedes Dorf auch einen Telefonanschluss, Elektrizität, fließend Wasser und eine Straße braucht, auch wenn sich das nicht nach 2 Jahren rechnet, braucht man heutzutage eben auch schnelles Internet. Und dafür muss die Bundesregierung sorgen, sonst versagt sie. Darum nehmen Merkels Minister jetzt erneut Anlauf. Lieber spät als nie. Doch Deutschland hat nicht nur bei der digitalen Infrastruktur Aufholbedarf, auch die digitale Wirtschaft hinkt hinterher. Stand heute ist, dass Deutschland, ich sag mal, diesem quasi Monopolisten USA bei diesem Thema noch nichts entgegenzusetzen hat. Auch das hat sich die Bundesregierung in ihr Heft geschrieben. Deutschland soll digitales Wachstumsland Nummer 1 werden. Wie genau das gehen soll, in der digitalen Agenda findet sich dazu kaum Konkretes, außer
Auf dem Weg zum digitalen Wachstumsland Nummer 1 in Europa setzen wir auf die Innovationskraft der Startups. Deutschland braucht junge Gründer und deren Ideen für die Technologie- und Internetbranche, so wie die USA das vormachen, wo aus kleinen Garagenfirmen IT-Giganten werden. Die Factory in Berlin will ein bisschen das sein, was sich im kalifornischen Silicon Valley findet. Ein Campus, wo Gründer arbeiten, aber auch untereinander Ideen austauschen. Simon Schäfer hat selber über 40 solcher Startups gegründet. Innovative Unternehmen, die ein riesiges Wachstumspotenzial haben. Wenn die Idee funktioniert und die Bedingungen stimmen. Ich glaube, es kommen immer wieder dieselben Dinge. Besteuerung, Arbeitsrecht, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und wie diese besteuert werden. Das sind alles Dinge, die, sage ich mal, aus dem traditionellen Gesellschaftsrecht kommen und die aufgrund der vorhin angesprochenen Dynamik, die ein Startup entwickeln kann, nicht muss, aber kann, anpassungswürdig sind. Also man könnte sozusagen der frühen Phase der Unternehmensentwicklung, bevor sie ein Erfolg ist, sehr viel mehr Unterstützung zukommen lassen. In der digitalen Agenda steht dazu, wie zu so vielen anderen Punkten, nichts Konkretes. Eine Agenda mit vielen Themen wie Verschlüsselung, Datenschutz, mehr Sicherheit, aber keinen klaren Inhalten. Vermutlich ist es in der Politik wie in der Schule. Wer sein Hausaufgabenheft schon nicht ordentlich führt, kann auch seine Aufgaben nicht erledigen.